Ja, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Werkstatt TV. Heute kümmern wir uns um das Abgasrückführventil oder auch AGR oder EGR-Ventil genannt. Ich werde euch zeigen, was das AGR-Ventil macht, wie es funktioniert, warum die so oft kaputt gehen und wie man das bei meinem Mondeo MK3 2,2 Liter TDCi hier reinigt. Da ist ein Diesel-Abgasrückführventil, da ist kein Kühlwasser angeschlossen, es ist also ein nicht wassergekühltes AGR-Ventil. Es ist elektrisch gesteuert und elektrisch überwacht. Es gibt das bei dem 2 Liter Diesel auch noch Unterdruck gesteuert und elektrisch überwacht. Und dann gibt es das bei dem entsprechenden gleichen Modell von Benziner, Mondeo Focus und auch andere Ford-Modelle mit dem 2 Liter Motor. Die haben ein solches AGR-Ventil eingebaut. Das ist ein bisschen anders wie das hier, das ist nämlich wassergekühlt. Und wie wir das machen und was das alles ist, zeige ich euch nach dem Intro. So, wir reinigen jetzt das AGR-Ventil mal. Warum das nötig ist, seht ihr spätestens, wenn es ausgebaut ist und dass es auf jeden Fall Sinn macht, das ab und zu mal zu reinigen. Als erstes machen wir die Motorabdeckung hier ab. Dazu ziehe ich erstmal den Ölmessstab raus, entferne hier diese Plastikabdeckung, stecke den Stab wieder rein, damit hier kein Dreck reinfällt und sehe jetzt hier glücklicherweise bei dem Modell als allererstes auf das AGR-Ventil. Hier ist es. Hier ist die Abgasseite, also das hier kommt praktisch vom Abgaskrümmer, ist hier dann angeflanscht am AGR-Ventil. Das Ventil sitzt hier, ist elektrisch betrieben und dann öffnet sich hier vorne praktisch so eine Klappe und sorgt dafür, dass die Abgase praktisch von der Abgasseite aus in den Ansaugbereich kommen. Hier ist die Ansaugbrücke mit Wirbelklappen drin und führt der Frischluft zur Verbrennung praktisch Abgase zu, mit dem Ziel, die Abgastemperatur zu senken und gleichzeitig die Stickoxidemission zu senken. Dadurch hat das Auto hier eine Euro 4 Einstufung. Um das Abgasrückführventil jetzt auszubauen, löse ich jetzt erstmal hier abgasseitig die beiden 10er Muttern an dem Flansch. Die untere sieht man ein bisschen schlecht. So, die Abgasseite ist schon mal lose. Als nächstes löse ich hier frischluftseitig noch die erste 8er Schraube. Die zweite 8er Schraube sieht man ein bisschen schlecht, die ist genau hier. Sieht kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht, weil man hier genau den richtigen Platz hat, um die Ratsche mit einer entsprechenden Verlängerung hier anzusetzen und diese Schraube dann hier auch entsprechend lösen kann. Als letztes löse ich jetzt hier noch diese eine Schlitzschraube hier von dem Turboschlauch. Ja, und dann kann ich das Ventil im Prinzip vom Turboschlauch abziehen und habe es dann auch schon ausgebaut. Ich habe jetzt hier die elektrische Versorgung extra noch dran gelassen, damit ich euch gleich mal zeigen kann, was das Ventil eigentlich macht. Wenn ihr jetzt mal hier drauf guckt, Abgasseite, ist ja schon richtig viel an Verkorkung dran. Das ist alles Ruß aus dem Abgassystem. Wenn ihr hier reinguckt, sieht das auch nicht viel besser aus. Da ist jede Menge Dreck drin und ich habe das Ding erst vor einem Dreivierteljahr ungefähr das letzte Mal sauber gemacht. Und hier ist eine richtige Sauerei, was hier drin ist. Das hier ist wie gesagt die Abgasseite. Und wenn ich jetzt mit dem Diagnosegerät einmal ansteuere, könnt ihr sehen, was passiert. Das AGR-Ventil öffnet einfach. Das heißt, dass jetzt in dem Moment die Abgase der Frischluft zugeführt werden. Das AGR-Ventil öffnet normalerweise im Teillastbereich, also nicht bei Vollgasbeschleunigung und auch nicht im Leerlauf. Das ist auch die Sache von diesem sogenannten Abgasskandal Dieselgate, dass dieses Ventil einfach viel zu oft geschlossen ist und sich zu wenig öffnet. Der Vorteil, wenn das Ventil geschlossen ist, ist eigentlich, dass der Motor auf jeden Fall eine größere Lebenserwartung hat, weil auch diese Ansaugbrücke hier, könnt ihr es nicht sehen, aber innen drin auch sich komplett mit Ruß zusifft. Deswegen sollte man die auch ab und zu mal abbauen, reinigen, gehen Dichtungen bei kaputt. Wenn das Ventil zu ist, braucht der Motor auch weniger Kraftstoff, hat eine höhere Leistung, höhere Lebenserwartung. Das Problem ist halt, dass er, wenn diese AGR-Rate, also die Menge, die an Abgas
hier durchgeht im Durchschnitt, wenn die nicht ausreichend ist, dann produziert der Motor halt so viele Stickoxide, weil die Verbrennungstemperatur einfach viel zu hoch ist. Und damit kommt er nicht in diese Euro 4 oder noch höher Einstufung rein. Jedes Mal, wenn ich die Zündung von dem Auto ausmache, hört ihr so ein Geräusch, da wird das Ventil vom Steuergerät dreimal angefahren, geht dreimal auf und zu, damit dieser Ruß hier, wenn er sich abgesetzt hat, das Ventil nicht komplett verkleben kann. Das sind auch die häufigsten Fehlerquellen bei diesem AGR-Ventil. Einfach, dass es halt offen hängt und dann hier so ein Rußbröckchen hier dazwischen rutscht, auf den Teller sich praktisch ablegt und dann kann das Ventil nicht mehr ganz zugehen. Das ist jetzt noch ganz zu, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn das noch versauter ist und da so ein Rußstückchen sich genau hier zwischensetzt, das Ventil nicht mehr richtig schließen kann, bekommt der Motor die ganze Zeit Abgase reingehauen. Und das kann er im Leerlaufbetrieb nicht vertragen, bei Vollgas nicht vertragen. Die Folge ist häufig ein Leistungsverlust, ein Notlaufprogramm und entweder ein Leuchten der Motorkontrollleuchte oder diese Dieselvogelleuchte blinkt dann. In Verbindung halt mit einer ganz schlechten Leistung. Manchmal gehen die auch aus und gehen gar nicht mehr an. Wenn das Ventil, so wie es jetzt ist, im geschlossenen Zustand hängen bleibt zum Beispiel, bekomme ich auch eine Fehlermeldung, merke aber überhaupt nichts, weil der Motor eigentlich sogar besser läuft wie vorher. Leider besteht man so keine Hauptuntersuchung mehr. Und deswegen muss auch ein Ventil, was geschlossen ist, natürlich dann entsprechend ausgetauscht werden. Eine Alternative zum Austausch ist die Reinigung gelegentlich. Bei jeder Inspektion oder so einmal im Jahr, man kann auch sagen, beim Umstellen auf Winterreifen, dadurch das Ventil mal eben reinige. Vor allen Dingen, wenn man so gut drankommt wie bei dem Mondeo hier, ist es eigentlich auf jeden Fall sinnvoll, das mitzumachen. Jetzt hole ich das Ventil mal raus, dazu trenne ich als letztes diese elektrische Verbindung hier. So, das war schon. Pass auf die Dichtung hier auf, die hier dran ist, dass sie uns nicht verloren geht. Legen wir mal auf den Dom drauf. Und dann kommt man mit zur Werkbank und zeige ich euch mal, wie das Ding von innen aussieht. So, hier sind, also das Teil ist eigentlich nicht zum Reparieren gedacht. Es gibt da auch nicht wirklich Ersatzteile für, zumindest nicht beim Ford-Händler in dem Fall. Ich zeige euch trotzdem mal, wie es funktioniert und wo noch so eine ganz häufige Fehlerquelle ist. Dazu mache ich einfach diese Laschen hier auf, ringsrum vom Deckel. Also das Öffnen des Ventils ist zum Reinigen nicht erforderlich, höchstens um zu verstehen, wie es funktioniert. So, jetzt kann ich den Rahmen hier erstmal abnehmen oder auch gleich ja, den ganzen Deckel. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, da sind nämlich Zahnräder drin, ganz genau. Jetzt seht ihr hier einmal, hier wo der Stecker drauf ist, sind die entsprechende Leiterbahnen drauf. Diese hier. Und die gehen hier an so einen Elektromotor dran. Der Elektromotor sitzt hier in diesem Gehäuse drin, ganz normales Normteil, könnte man theoretisch bei Konrad, ich will keine Werbung machen, kann man überall kaufen im Elektrovertrieb, kann man auch hier drin einzeln austauschen, das ist gar kein Problem, ist nur eingehakt hier, dann kommt der Motor so raus. Jetzt haben wir das Problem, hier ist ein Stahlritzel, was auf der Motorwelle drauf ist und hier unten ist auch ein Stahlritzel, was, wenn ich es drehe, dafür sorgt, wenn ich es jetzt drehe, dass diese Klappe sich hier öffnet. Seht ihr das? Ja, sieht man. Und das Ganze geht dann per Federkraft zurück, weil hier drunter noch so eine Feder ist. Das Problem ist, dass bei den AGR-Ventilen der ersten Generation dieses Teil hier aus Kunststoff oder aus Aluminium ist. Und dadurch, dass dieses Motorritzel hier eine Wahnsinnsdrehzahl macht, weil er den ja ganz schnell auf und zu fährt, habt ihr das Problem, dass bei Kunststoff und bei Aluminium Zahnrädern hier diese Zähne einfach rausbrechen. Meistens genau hier oben, weil hier halt die Nullstellung ist. Das heißt, dass diese 3-4 Zähne hier einfach weg sind. Und wenn die Zähne weg sind, dann kann der Motor sich hier oben in Wolf drehen und ihr kriegt das Ventil einfach nicht mehr geöffnet. Bei dem Ventil der zweiten Generation ist dieses Rad hier auch aus Stahl und da kann von der erhöhten Lebensdauer auf jeden Fall ausgegangen werden. Ich baue es jetzt wieder zusammen. Und dann werden wir das jetzt mal reinigen. Zu empfehlen ist dabei zum Beispiel ein Backofen oder Grillreiniger, den kann man hier reinsprühen. Der ist genau für sowas da, eigentlich für so Rußmist hier wegzumachen. Alternativ können wir es auch mit Kaltreiniger machen, mit Bremsenreiniger. Wenn da ganz viel Mist drin ist, kratze ich das natürlich erstmal mit dem Schraubenzieher raus, so gut ich kann. Jetzt lege ich mir aber erstmal was drunter. Jetzt könnt ihr mal sehen, was ich nur mit dem Schraubenzieher hier so von ungefähr 9 Monaten hier für einen Mist rausholen kann. Ja, und den Rest mache ich jetzt an unserem Kaltreinigerbecken. Das kann man natürlich auch mit einer Flaschenbürste ganz normal machen. Wir haben so ein Kaltreinigerbecken, dann machen wir es eben da. Ich habe hier zum Beispiel einfach so eine Bürste. Und da kann ich das Ventil richtig hier
Fluten mit wichtig ist, dass nichts hier in die Elektroabteilung reinkommt. Aber da muss man sich schon fast anstrengen, um das zu schaffen. Und ihr seht ihr doch, was hier für ein Mist noch rauskommt. So, wenn wir jetzt hier durchgucken, ist es zwar immer noch schwarz, aber diese ganzen Verkrustungen da sind einfach weg. Bis auf die eine kleine hier, hole ich mal meinen Finger raus. So, jetzt ist es eigentlich, gilt es jetzt als gereinigt. Ich mache es jetzt noch trocken mit einem bisschen Papier. Da werdet euch wundern, was da noch rauskommt. Ja, dann sieht es doch wieder ganz passabel aus von innen. Jetzt mache ich das von außen noch ein bisschen sauber. Das ist zwar nicht unbedingt nötig, bietet sich aber gerade an. Ja, jetzt habe ich das Ventil gereinigt und baue es jetzt auch gleich wieder ein. Dazu setze ich es zuallererst wieder hier in diesen Turboschlauch ein. Da ist meistens Öl genug drin, sodass das eigentlich ganz gut da rein flutscht. Setze hier, hätte ich fast die Dichtung vergessen, die Dichtung natürlich wieder ein. Und dann setze ich jetzt hier das Abgasrohr wieder ein. Ich kann das in einem hier hochführen zum Ansaugrohr. Dann setze ich jetzt erst die hintere Schraube wieder an, die man leider etwas schlecht sieht, aber wenn ihr davor steht, auf jeden Fall findet. Wichtig ist halt, dass das Abgasrohr jetzt schon eingehakt ist, weil wenn das Ding hier oben einmal fest ist, dann kriegt das, je nachdem, kriegt das kaum noch rein. Als nächstes setze ich jetzt hier die beiden 10er Muttern abgasseitig wieder an. Einmal oben, einmal unten. Und ziehe auch die wieder mit der 10er-Nuss entsprechend an. Knallt die nicht so fest. Wenn das Ding undicht ist, seht ihr das schon. Hier unten ist wieder Fühlen angesagt, aber wo man nichts sieht, ist Fühlen auch keine Schande. Als letzten Schritt stecke ich jetzt den Stecker wieder ein. Ja, und damit ist das AGR-Ventil auf jeden Fall gereinigt und bereit für viele weitere Kilometer. Das AGR-Ventil für dieses Modell kostet so ungefähr 400 Euro. Die sind auch leider bekannt dafür, zumindest die erste Generation, dass die nicht wirklich lange halten, eben wegen diesem blöden Zahnrad, was da drin ist. Ein Teil für, mit einem Materialwert von 7 Cent, aber denkt nicht, dass das irgendwo für 50 Euro zu kaufen kriegt. Das wäre zwar ein super Geschäft, aber ihr kriegt es nicht. Das gibt es nicht zu kaufen. Ich habe überall geguckt. Ihr müsst wirklich das 400 Euro Ventil dann entsprechend auswechseln. Ist leider so. Deswegen regelmäßig sauber machen. Dann noch eine kleine Information. In letzter Zeit kamen ein bisschen wenig Videos von uns. Ich habe zurzeit einen Jobwechsel, den ich mache, deswegen habe ich ein bisschen wenig Zeit. Das Wetter ist auch eigentlich viel zu heiß, um zu arbeiten. Wir haben bald jetzt die 1000 Abonnenten voll, dafür danken wir euch schon mal. Wenn es soweit ist, seht ihr noch ein Special auf unserem Kanal. Wie alles angefangen hat, zeigen wir euch mal, welche Werkzeuge wir so als erstes hatten, für die ersten Autos zu reparieren. Ja, und dann sage ich mal, wer uns noch nicht abonniert hat, kann das jetzt gerne nachholen auf dem Weg zur 1000 oder guckt euch hier noch ein paar andere Videos von uns an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss hier auf Werkstatt TV.